befinden uns hier auf dem Gelände des Abwasserzweckverbandes Kressbronn-Langenargen am Decanter, Zentrifuge in der Schlammentwässerung. Die Anlage entwässert ausgefaulten Schlamm. Da wir nach Tonnen bezahlen, müssen wir das Wasser vom Schlamm trennen. Das muss überwacht werden, einmal der Schlamm selber und natürlich auch die Zentrifuge muss überwacht werden, die Lager und das Zyklogetriebe. Und das ist sehr teuer in der Wartung bzw. in der Instandsetzung. Also wir haben hier Schwingungsmessung, um die Lager zu überwachen. Wir haben Temperaturüberwachung und ja, der Durchfluss wird überwacht. Die Messungen sind sehr wichtig, um halt rechtzeitig zu erkennen, ob ein Lagerschaden kommt oder nicht. Dann kann man sich sehr viel Geld sparen. Wir sind hier bei der IFM-Diagnostik in Rosenheim, speziell im praktischen Trainingszentrumsbereich. Wir stehen hier vor einer Decanter-Zentrifuge, die mit hochauflösender Schwingungssensorik und Diagnose ausgestattet ist. Wir nutzen diese Decanter-Zentrifuge zur Sensorentwicklung, um automatisiert Schwingungen zu detektieren, um ein besseres Verständnis dafür zu haben, was diese Maschine tut. Ja, die IFM ist ja hier ansässig in der Gegend. Und wenn wir Probleme hatten oder so, da war der Support aus Tettnang dann immer sofort da und wir konnten da schnell eine Lösung finden. Zukünftig ist es geplant, die Anlage eben umzubauen und vollautomatisch den Anlaufprozess zu steuern, um eben eine möglichst gleichmäßige Belastung der Lager zu erreichen. Wir haben da noch viele große Projekte jetzt vor uns, wo wir da Verbesserungsmöglichkeiten sehen, auch mit IFM-Produkten. Und ich denke, es wird eine gute Zusammenarbeit. Also ich freue mich schon drauf.